Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo in OMSIG 2. Ja, wenn ihr in diesem Video dieses Bild hier seht von OMSIG 2, dann funktioniert die Technik wieder. Ja, ich musste sehr, sehr viel nachschauen, sehr viele Tutorials anschauen und ja, bis ich auf ein sehr gutes Video gestoßen bin. Und in diesem Video ging es auch um den Magix Video Deluxe, was ich jetzt Renderprogramm habe. Und da wurde gezeigt, dass es einen Codec gibt für Magix Video Deluxe. Und das habe ich heruntergeladen. Und wenn ihr hier das Bild seht, dann verwende ich diesen Codec. Und das ist dann auch der richtige, denn ich hatte vor den Largest Codec oder wie der hieß, der sei angeblich der beste, sieht man, indem es kein Bild zeigt, aber das liegt am Renderprogramm, weil der Renderprogramm kann das irgendwie nicht unterstützen oder mag es überhaupt nicht. Auf jeden Fall war es eine Horrortour überhaupt. So, gut, ich wähle schnell einen Fahrplan aus. Wir fahren vom Krankenhaus aus. 10.37 Uhr, bla bla bla. Motor an, Giste an. Dann plaudern wir noch ein bisschen. Ihr sollt da wenigstens mal was sehen können. So, Linie. Ja, die Linie. 076.00 und Route 01 bestimmt. Na, Route 2. Genau. So. Ja, ich habe die Karte Bauernhof ausgewählt. Das lag daran. Was schnell ist halt, ne? Meine andere Aufnahme, die ich auch auf Facebook gepostet hatte, die ist leider komplett im Arsch, weil ich mir den Largest Codec aufgenommen habe. Deswegen muss ich leider die Aufnahme löschen und nochmal neu machen. Aber das kann ich in dieser Zeit leider nicht machen, da ich zurzeit ein wenig verhindert bin. Ich hätte eigentlich hätte ich schon Let's Plays fertig haben müssen, aber bei diesem Ausmaß habe ich selber nicht geplant. Wie gesagt, da das jetzt so ist, dass ich jetzt auch eine Folge umsonst aufgenommen hatte, kann ich sie jetzt nicht nochmal aufnehmen. Das heißt, ich muss die erst leider nächste Woche aufnehmen. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wie gesagt, es geht dann nicht diese Woche weiter, also wenn ihr das seht, heute ist Sonntag. Also es geht nicht ab morgen weiter, es geht erst ab nächsten Montag erst wieder richtig weiter. Mit entsprechenden vielen Videos von Trennsimulator um die 2. Sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Zuerst versagte Fraps, jetzt das Renderprogramm, also schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Und ich bin jetzt einigermaßen sehr zufrieden und froh, dass es jetzt überhaupt laufen tut. Also, das ist für mich eine Horrorzeit gewesen, weil es bestand sogar fast den aus von dem Kanal für einige Wochen. Und das wäre auch nicht schön. So, wir fahren mit dem O307 von Perotinos. Ja, heute muss ich mal ein bisschen nicht so laut sprechen, da ich heute am Tag aufnehme. 22.18 Uhr, wobei es ist nicht mal Tag, es ist abends. Aber da noch was. Hallo. Noch viel los. Eine Kurzstrecke bitte. Da bin ich lieber etwas leiser. Ich hoffe, das ist die richtige. Nein, das ist nicht. Das ist die 5, das ist ja auch nicht. Freund, wo ist die Scheiße? Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ja. Alter. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Halt die Fresse. Oh, stimmt, das war andersrum. War das nicht so aufgeteilt? Entschuldigung. Komm, ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Geht's noch weiter? Nein. Hallo? Die hätte ich noch nicht, ja?
Entschuldigung? Das Design ist auch nicht. Entschuldigung? Der Typ macht mich ab. Geht's noch weiter? Ja, Option. Einfach, zack. Ich gerne mir diesen. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Scheiß Ticket nicht aus. Geht's noch weiter? Ja. Du hast mir 2 Euro gegeben, kriegst 30 Cent zurück. Das ist ja. Der. Ganz einmal nochmal bitte. Tomat richtig. Das ist das hier. Das weiß ich ganz genau. So, 2, 4, 6. 37, 38, 39. Sag mal, hab ich mich jetzt erzählt oder was? Pass mal, kleiner ging's wohl nicht, was? Guten Morgen. Centstück genommen raus. Fahrschein, bitte. So, so, jetzt. Einen normalen Fahrschein. Danke. So, das zurück, bitte. Wow, sogar noch pünktlich. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen beschissen zur Zeit gewesen. Also, wie gesagt, nächste Woche geht's richtig rund mit dem Kanal, da ich endlich den richtigen Codec habe. Und ja, ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, aber jetzt weiß ich es halt und man kann es auch nicht mehr ändern. Und eigentlich ist es wichtig, dass es weitergeht. Ich habe zwar Winsenburg 2015 zwar umsonst aufgenommen. Wäre die Datei noch zu retten, dann hätte ich das längst hochgeladen, aber leider nicht machbar. Von daher tut es mir sehr leid, deswegen muss ich es neu aufnehmen. Deswegen verzögert sich das um eine Woche. Und ja, dann werde ich auch noch Trennsimulator aufnehmen. Auf der neuen erschienenen Strecke Karlsruhe-Mannheim. Mit der wunderschönen BR425. Oh. Wobei. Guten Tag. Guten Tag. Wie soll ich sagen? Tageskarte. Die Strecke ist super. Aber das Fahrzeug der BR425 ist. Der Grauen, also optisch sehr gut, Sound her total für den Arsch, ganz ehrlich, also finde ich nicht erwartet, weil ich kenne ja dieses Fahrzeug und diesen, die fahren ja bei uns als S-Bahn rum, da habe ich mich gerade besonders gefreut, aber wo ich den Sound hörte, da dachte ich nur, was ist denn das für ein Rotz, das ist ja total verarscht, naja, was soll's, vielleicht bringt ja auch Morphy was raus, er hätte ja schon für die BR426 was rausgebracht, was ich hier gezeigt hatte im letzten Let's Play von Trennsimulator. Mädel, jetzt halte ich dich noch mal an. Und ja. In meiner Aufnahme letztens habe ich was erwähnt, was für diesen Kanal ein großer Vorteil ist. Also, ja, Vorteil nicht, was ganz Besonderes. Und zwar werde ich hier wahrscheinlich umziehen, ab Herbst oder so, in ein Haus. Und dann habe ich meine eigene Ruhe endlich und ich brauche nicht mal nachts aufnehmen, ich kann endlich am Tage aufnehmen, so wie es mir gefällt. Und wenn es wirklich soweit ist, dann, ich werde es auch auf Facebook schreiben, wird es eine Pause geben und dann nach der Pause beginnt 2.0 meines Kanals. Ich weiß, sagst du, Let's Player und Hörer Friend haben es auch gemacht. Ich mache es jetzt auch mal als große Neuerung. Das heißt, es werden einige Neuerungen kommen. Es werden mehr Videos kommen als sonst. Es werden Wochenenden oder eine Woche ETS 2 Multiplayer Fahrten stattfinden, wo ich euch Leute da draußen einlade, dass ich sage, wir treffen uns an diesem Treffpunkt da und dann fahren wir halt mal eine Runde ETS 2 Multiplayer.
dann für 2.0 habe ich auch mal geplant. Jetzt gut zuhören für alle, die mich angefragt hatten. Für 2.0 habe ich mir geplant, mal ein Let's Play Together zu machen. Allerdings nur um 2 ETS 2 Multiplayer oder im Train Simulator 2015. Das habe ich nämlich geplant für 2.0. Natürlich werden auch ab und zu ab 2.0 auch mal ein Livestream stattfinden, wo ich dann halt eine Folge aufnehme und ihr könnt von mir aus in der Folge auch mal Fragen stellen. Oder wir machen halt einen normalen Livestream, dass es nicht als Folge geht, halt ja komplett normal. Halt. Das wird dann auch auf YouTube hochgeladen. Und ja. Jedenfalls habe ich das geplant für 2.0. Da werden auch viele Änderungen kommen. Allerdings kommt dann erstmal eine große Pause. Bei Umziehen ist schon heftig, vor allem in einem Haus. Da muss ich neue Sachen kaufen und alles. Und das ist halt ein bisschen. Da brauche ich ein bisschen Zeit. So. Ja. Hier unten, wo ihr jetzt meine Maus seht, ne? Da kamen jetzt oder ist jetzt immer noch einige solche blauen Dinger oder irgendwelche Einblendungen. Falls die euch auf den Sack ging, dann tut es mir sehr leid, das ist Testzwecke, ob wirklich alles funktioniert. Und ja, wenn das geklappt hat und ihr seht alles, dann beginne ich mit dem Start ab jetzt. Und sage ab nächste Woche Montag, das ist der, weiß ich nicht Datum, da muss ich mal kurz nachschauen. Heute ist Samstag, das ist schon mal klar. Das bedeutet, ab dem 30. März 2015 geht es richtig weiter wieder. Mit vielen Let's Plays. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ich kann euch sagen, die technische Störung ist endlich behoben. Gott sei Dank. So, ich sage noch Tschüss und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagvormittag. Und ich sage noch Tschüss und bye bye, ne? Ciao.